Wir lesen jetzt die Ergebnisse der zweiten Division. Schauen wir uns die mal an. Stockerau Buch 0:2, Leoben Jena 0:3, Lustenau Spital 1:1 und Tabellenführer GAK gegen Oberwart 2:0. 3000 Zuschauer waren in Graz dabei. Die Tore Muschek und Wieger, und die Tabelle schaut folgendermaßen aus. GAK vor Ried, die Wiener knapp an dritter Stelle mit 2 Punkten Rückstand. Und wie schaut es am unteren Tabellenplatz aus? Da sind wir noch nicht, denn jetzt bekommen wir die Einspielung aus Graz. Wir zeigen die Tore des GAK gegen Oberwart. 1:0 durch Muschek, den ehemaligen Salzburg-Spieler, bereits in der 15. Minute. Es war auch zugleich das erste Spiel eines anderen Salzburgers, Ammerhauser, der beim 2:0 auch mit dabei ist. Das schießt aber nicht er, obwohl er auch mit hier dabei ist, sondern sein Kamerad Wieger. Der Tabellenführer gewinnt also 2:0 und ist weiter unangefochten vor Ried in Führung. Schauen wir, wie es weitergeht. Wir kommen nun zum Totoschein. Der sieht voll